Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 Leipzig und Umgebung Schönbau. Oh, da drüben kommt gerade die andere S-Bahn. Ich habe ein bisschen was gemacht, deswegen fahren wir hier gerade mit der Lok. Hier gehen schon mal fette Grüße an den Basen Steel raus, der mich da nochmal zum Suchen animiert hat quasi. Wo sich dann wieder rausgestellt hat, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe ein bisschen was gemacht. Wie ihr hier seht, habe ich jetzt hier schon so bei so eine Schuppens. Hab da mal auch ein paar Eisenbahns rausfahren lassen. Da ich ja das mit diesen Ringlokschuppen leider nicht hinkriege. Hab hier ein bisschen noch Zäune hingelegt. Gleisvorfeld nochmal ein bisschen bearbeitet. Da drüben kommt die andere Bahn. Und jetzt fahren wir gerade rein in den Leipziger Bahnhof. Jetzt werde ich euch natürlich direkt was zeigen, aber das muss ich noch umbenennen. Der ist unterwegs nach Soltau. Ach ne, Leipzig Hauptbahnhof. So. Jetzt werden wir hier mal ganz normal rausgehen. Da ist ein Stein. Bin aber da noch was. Okay. Weg. So, und da seht ihr es schon ein bisschen andeutungsweise leicht links. Da steht er, der Leipziger Uni-Riese. Wie gesagt, vielen Dank dafür nochmal an Basen Steel, der mir das in den Kommentaren geschrieben hat. Hat mich sehr gefreut. Wie ihr seht, ich habe einiges getan. Hab Häuser gebaut, Industrie, Commercial, den Uni-Riesen. Das versucht hier vorne ein bisschen mit dem Unigelände so halbwegs hinzukriegen, quasi diesen Augustusplatz. Muss ich mal noch gucken, wie ich das mache. Hab hier diverse Besucher oder Passantenmagneten mit drin, eigentlich auch mit Industrieautos, hätte ich gesagt, aber ja, wer weiß. Ziel ist es jetzt quasi, wie gesagt, die Stadt weiter noch ein bisschen auszubauen. Hatte die Nacht auch sehr viele Pläne schon wieder beim Schlafen, dass ich das wahrscheinlich hier hinten dann, das reden wir dann in Ruhe, wie gesagt, stadtweit ausbauen. Hier habe ich jetzt versucht, mit den Festungsassets so ein bisschen dem bayerischen Bahnhof nachzubauen. Das ist mir eigentlich auch, finde ich, ganz gut gelungen. Und dann, was es auch noch in der Mod gab, was ich gar nicht wusste, ist hier das Leipziger Bürgerschlachtdenkmal. Und zwar richtig gut. Also der sieht ja besser aus wie in Flugsimulator. Wie gesagt, das ist kein Name. Ich habe das doch gestern schon umbenannt. Bürgerschlacht. Mal. So. Sieht richtig gut aus. Also richtig Hammer. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich die Stadt wahrscheinlich tatsächlich vom Straßennetz her noch weiter ausbauen werde. Egal, wir gehen hier erstmal ein bisschen weiter. Was habe ich noch so gemacht? Wie gesagt, hier Zäune hingesetzt. Was ist denn das? Okay. Irgendwas. Okay. Hab hier, wie gesagt, diese Rondelle reingemacht. Hab jetzt auch rausgefunden, wie man andere reinmacht. Nicht weiter schlimm. Hier fehlt was. Egal. Den Zaun. Bisschen Grünzeugs. Hier ein Stellwerk. Dieses ganze Vorfeld, das muss halt alles noch richtig bearbeitet werden. Das gefällt mir selber auch noch nicht so. Denn hier, wo der City-Tunnel rausgeht, eigentlich müsste jetzt hier einen Shader hin. Ja, hier hinten die Haltestelle werde ich umbenennen in Dolis. Dann werde ich tatsächlich hier hinten eine Haltestelle dann Leutsch machen. Ich werde zwei Haltestellen auslassen und dann werden wir hier hinten rum zum Rangierbahnhof Leipzig-Plagwitz gehen. Das werden wir so machen. In Leutsch müssen wir dann noch ein Straßenbahndepot bauen. Hier hinten, also jetzt kommen wir hin. Das ist jetzt quasi dieser Abzweig hier.
jetzt quasi diese Berliner Brücke, was wir hier gemacht haben. Und normal stehen hier oben halt diese Betriebswerke als Ringlokschuppen. Nur ein bisschen schöner ausgebaut halt. So, dann habe ich hier, das ist der badische Depot, nennt sich das, glaube ich, gibt es im Steam Workshop. Hab dann hier schon ein paar Züge rausfahren lassen, habe hier schon die ersten Güterzüge stehen. Ja. Dann geht es hier hinten quasi raus. Das ist die, ich weiß gar nicht, wie diese Brücke hier heißt. Hier hinten ist dann die Maximilianallee, die dann rausgeht zum Messegelände. Was dann quasi das hier wird. Hier wird dann das Messegelände. Dann habe ich hier schon einen Abzweig gemacht. Der wird noch ein bisschen schöner gemacht. Hier kommt dann, wie gesagt, das Messegelände hin. Hier machen wir eine Autobahn hin, wo dann diese Linie abgeht, wo dann hier hinten der Flughafen hinkommt. Hier hinten habe ich dann auch schon den ersten Bahnhof hingesetzt. Das ist einfach so, dass einfach nochmal ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt. Mit einer S-Bahn halt, ganz normal, Zug 12, blablub. Und dann habe ich mich probiert, was sehr, sehr intensiv war, hier hinten an einem Schattenbahnhof. Mein Ziel war es ja, quasi einzelne Gleise zu legen. Oder einzelne Wendeschleifen, wie auch immer man das hier nennen mag. Dass ich die benennen kann, dass diese Züge dann, was weiß ich, dass ich sagen kann, okay, du fährst nach Hamburg, du fährst nach München und so weiter und so weiter. Dass sie dann halt ganz normal hier hinten reinfahren, ein bisschen warten. Das war das große Ziel. Also ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt, wie man so Schattenbahnhöfe macht. Aber das ist ja wirklich sehr zeitintensiv. So. Hier kommt dann, wie gesagt, das haben wir ja schon alles vorbereitet. Hier kommt dann der Straßenbahnhof Appelstraße hin. Ja. Das machen wir nach. Das nennen wir dann. Ja. Oder wir lassen es in Leutsch und packen dann hier hin, dass wir dann hier die Kurve gehen und zum Rangierbahnhof Blagwitz kommen. Aber dann muss ich den Bahnhof auf jeden Fall umsetzen, weil Leutsch ist ja auch nochmal so ein kleiner Zwickel-Zwackel-Punkt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werden wir hier noch ein bisschen ausbauen. Die Stadt, das ist auf jeden Fall wichtig. So, dann hier hinten. Hier wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Weil hier müsste nun mal das alte Messegelände hin. Also hier jetzt so. Da. Hier müsste dieses alte Messegelände hin. Mit ein paar Hallen. Ein paar eigentlich, ja, wenn du es originalgetreu machen willst, mit zwei größeren Möbelhäusern. Einen großen Einkaufsmarkt etc. Und dann werden wir hier an der Seite, wie sich es gehört, bis hier hinter die Straßenbahn noch fahren lassen. Ja, und dann sind wir da eigentlich auch durch. Dann werden wir hier hinten dann demnächst anfangen, auch Gaschwitz auszubauen. Das muss alles nochmal neu gesetzt werden, dass es gerade ist. Eine Autobahnbrücke muss drüber. Ja, ich bin erstmal froh, dass ich das mit diesen Mods gefunden habe, mit dem Uniriesen. Finde ich sau stark. Ja, jetzt müsste hier eigentlich noch so ein bisschen die Moritz-Bastei hin. Ein bisschen Wald. Wie gesagt, hier das, ja, es ist halt die Innenstadt, ne? Also, da ist eh immer alles zugebaut. Bewegung haben wir auch, dank den Besuchermagneten. Das ist jetzt nicht das Problem. Es steigt halt bloß keiner, aber das. Keiner in die Straßenbahn. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich muss auch mal gucken. In die S-Bahn, Entschuldigung. Ich muss auch mal gucken. Ich glaube, ich habe hier auch einen Fehler drin. Da kommt der ICE übrigens aus. Ich weiß gar nicht, wo er hinfährt. Leipzig Hauptbahnhof, ist klar. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, der fährt nach Hamburg. Das ist der Hamburger Zug. Das ist auch schade. Aber das würde man wahrscheinlich auch hinkriegen, weil normal sind diese mittleren Bahnsteige am Leipziger Bahnhof die viel länger. Oh. Wir warten. Noch freie Wege. Achso.
Ja. Genau. Der fährt jetzt nach Hamburg, der ICE. Ja. Wie gesagt, das Gleisvorfeld muss noch gemacht werden. Bin, wie gesagt, der Meinung, diese mittleren Gleise gehen die Bahnsteige halt viel, viel weiter raus, weil da halt auch Doppel-ICEs halten. Ja, dann werden wir, wie gesagt, nach Gaschwitz. Und danach kommt ja Böhlen. Da werden wir dann auf jeden Fall das Kraftwerk noch hinsetzen. Das habe ich dann hier hinten so vor. Der Fluss kommt weg. Der wird einfach einbetoniert. Da kommt hier hinten dann noch Böhlen quasi hin. Ja. Das war jetzt so diese Vorstellungsrunde von dem, was ich so alles schon wieder gemacht habe. Ich werde mal gucken, dass ich das mit diesem Verkehr dann alles ordentlich hinbekomme. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, ich habe hier drinnen diese Terminals oder diese Spitzkern falsch gesetzt, weil es gehen keine Leute rein. Ich weiß auch gar nicht, ob hier Leute reingehen können. Davon mal abgesehen. So. Ja, dann hier, wie gesagt, dieses kleine Waldgebiet, Park. Ein paar Bänke reingesetzt, bisschen Lampe, alles noch ein bisschen gemacht. Ich habe noch gar keine Blumen gefunden. Ich muss mal gucken, ob es ein Blumenpack gibt. Ja. Wie gesagt, den Straßenbahnhof, den werden wir dann auch wieder abreißen, neu machen. Wir werden ja mindestens zwei neue setzen. Einmal, wie gesagt, hier und dann den einen hier in Leutsch. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das gebacken bekommen. Ja, wie gesagt, Vorstellung, Anregung, Kritik, gerne alles in die Kommentare, wenn es soweit gefällt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und kommentiert, wie gerade schon erwähnt. Morgen ist dann Freitag. Ich werde dann wieder für bis Sonntag vorproduzieren. Also deswegen dann nicht wundern, wenn ihr Sonntag eine nicht zusammengeschusterte Folge, aber wenn das alles so hintereinander weggeht. Montag werde ich dann neu produzieren. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke nochmal an Basen Stil für den Kommentar mit dem Uni-Riesen, dass das ja schon in der Mod drin ist. Dafür nochmal recht herzlichen Dank. Das ist überhaupt schon gezeigt mit der. Das ist das Uni-Gebäude. Und da ist sogar die der Nachbau der Paulanerkirche, soll das, glaube ich, sein. Paulanerkirche? Ja, ich glaube Paulanerkirche. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss mich nochmal belesen. Ja. Ich werde mir jetzt noch ein paar Supermarkt-Mods dann ziehen. Dass mir eine Tankstelle habe ich, glaube ich, schon. Eigentlich. Ja. Weiß aber nicht, wo. Vielleicht ein was noch setzen. Nee. Nee, das sind die Lampen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Stelle ist. Nee. Meine Güte. Nee. Gar nicht. Hä? Nee. Wo ist meine Tankstelle hin? Ach, da ist der Packautomat. Den brauche ich auch noch.
Achso, Zeichenladestation, Elektrofahrzeuge, wer braucht die schon? Okay. Ja, Tankstelle werde ich später nochmal raussuchen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für die hohe Resonanz. Bis morgen. Adieu.